Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wollte ich schon sagen, Mensch, habe ich doch wieder eine Vorahnung. Ein bisschen Motivation zum Ende der Sitzung müssen wir doch machen, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kollegen. Wir haben ja über das Thema schon häufiger gesprochen, über die Medien, auch hier im Stadtrat. Marina Garden war ja häufiger schon ein Thema, deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt anfangen soll, über irgendwie Argumente auszutauschen. Ich glaube, das hat keinen Sinn. Wie verlogen das alles ist, liebe Kollegen hier vom Linksblock, haben Sie ja heute ganz zum Anfang bei der Diskussion der Tagesordnung gezeigt. Denn wenn es Ihnen tatsächlich um die Sache gehen würden, hätten Sie ja bei der Vertagung der HafenCity, weil Sie wollen sich erst mal grundsätzlich Gedanken über das gesamte Areal machen, dann hätten Sie doch der Vertagung von Marina Garden genauso zustimmen müssen. Das ist ja völlig inkonsequent. Entweder beides liegt ja nebeneinander, dann hätte ich es vielleicht noch verstanden, dass man sagt, okay, man will das gesamte Gelände sich mal neu anschauen, führt dazu, dass dort in diesem Potenzialgebiet über viele, viele Jahre nichts passieren wird. Wissen wir, wollen Sie, warum auch immer, Globus zählt dann am Ende auch noch dazu, aber das ist nicht konsequent. Und das müssen Sie noch erklären, ich erwarte ja dann drauf, wie Sie das machen werden, aber da zeigen Sie so ein bisschen, um was es Ihnen eigentlich wirklich geht. Herr Urban hat das gesagt, Gesundheit, Herr Lichti. Wenn man dort lebt, braucht man eine robuste Gesundheit. Das verstehe ich und es ist kalt jetzt. Das Problem ist, Herr Urban hat gerade gesagt, dass der Kollege Scholbach als sein Land die Gegend zwischen Rostock und Suhl bezeichnet hat. Wenn ich das sehe, was hier gemacht wird, weiß ich nicht, ob wir wirklich zwischen Rostock und Suhl sind oder nicht irgendwo zwischen Minsk und Grosny. Denn das, was Sie hier machen, dass man Eigentümerrechte so überhaupt nicht schätzt, sie überhaupt nicht achtet, sondern dass es nur um die Wünsche der eigenen Klientel geht, mag sie noch so klein sein, sie wird bedient. Das kenne ich eher von Weißrussland oder von irgendeiner abtrünnigen Kaukasusrepublik. Das hat mit Deutschland nichts zu tun. Sie machen aus dieser Stadt, meine Damen und Herren, Sie machen aus dieser Stadt keine bunte Republik, sondern eine Bananenrepublik, das ist Ihnen schon klar. Nichts anderes. Dass man was für seine Klientel macht, von mir aus, Sie haben das ja im Haushalt in dieser Nachtragsliste wunderbar getan, ich habe das schon das letzte Mal gesagt, man kann bei Ihnen, das ist ja, Sie sind ja da auch, ich weiß nicht, ob es naiv ist, das wird doch nie ewig funktionieren, liebe Kollegen. Aber bei Ihnen kann man ja den Betrag im Haushalt, 20.000 Euro dort, 50.000 Euro dort, 1 Million dort, genau einem Empfänger zuordnen. Da sieht man sogar die Person, den Verein, dem Sie ihn geschenkt machen. Damit haben Sie Ihr Bündnis zusammengekriegt. Weiß ich, wird auf Dauer nicht funktionieren, bin ich sicher. Aber genau das ist es jetzt. Sie machen das für diesen e.V., der liegt Ihnen am Herzen, mag ja sein. Ich würde trotzdem darum bitten, es mit demokratischen Mitteln zu machen. Und ich finde, dass Eigentümer, ja, Herr Scholbach, das ist Ihre Demokratie, genau, dass Eigentümerrechte wichtiger sind als die Rechte von, sage ich jetzt was Falsches, aber von Grundstücksbesetzern? Sind es Grundstücksbesetzer? Ist es schon soweit? Ich glaube, wenn ich das verstanden habe, ist es das. Meine Damen und Herren, wir haben hier Juristen dabei, Herr Lahmes sind Selbstrichter. Machen Sie sich bitte selbst Gedanken, was das eigentlich, Herr Lichti, Sie auch, ja, naja, ich mich von Ihnen vertreten lassen würde, ich glaube lieber nicht. Also, aber sei es drum. Was Sie tun, Herr Urban hat das genau richtig gesagt, ich will es gar nicht groß wiederholen, Sie senden trotzdem eine Botschaft. Eine Botschaft an alle diejenigen, die in dieser Stadt anpacken wollen, die investieren wollen, die ein persönliches Risiko eingehen. Das spricht sich rum. Verlässlichkeit, Berechenbarkeit, Rechtstreue, das sind die größten Güter, die du in einer Gesellschaft wie unserer hast. Und wenn jemand bereit ist zu investieren, muss er sich auf das Wort der Stadt, auf politische Entscheidungen verlassen können. Das ist Ihnen nicht wichtig. Ja, übrigens nicht nur bei Marina Garden, sondern es betrifft ja ganz, ganz viele Projekte in dieser Stadt. Das werden wir auch in den nächsten Monaten noch häufiger sehen. Das ist nicht gut, denn wenn wir all Ihre Projekte, die Sie selbst sich da jetzt so wünschen, egal ob ich es jetzt für sinnvoll halte oder nicht für sinnvoll, Sie sind beschlossen, also Sie haben die Mehrheit, müssen wir es auch machen. Aber wenn Sie die bezahlen wollen, dann brauchen wir auch ein paar Leute, die hier was erwirtschaften, die Geld ins Steuersäge bringen. Wenn Sie diese unfreundlich behandeln, dann wird es schiefgehen. Dann werden Sie am Ende auch Ihre eigene Klientel eines Tages, und zwar die große Klientel, sehr, sehr enttäuschen müssen. Und das ist nicht gut.
Ich bitte Sie, überlegen Sie sich noch mal, das müssen wir heute nicht machen, vertagen Sie es wenigstens, nehmen Sie es mit zur Hafen City, behandeln wir es dort alles noch mal gemeinsam, drehen wir noch mal eine Runde, das wäre eigentlich wichtig, aber entscheiden Sie es nicht heute, es ist falsch für Dresden. Danke. Als nächstes CDU-Fraktion, Herr Thiele. Ja, sehr verehrte Kollegen, Herr Lichti, es ist richtig. Herr Orban hat schon ganz viel Richtiges gesagt und auch Herr Zastrow. Und diese Dinge, nö, Herr Blümel, die brauche ich nicht nochmal sagen. Das war klar und deutlich. Und Sie haben es ja, wie gesagt, auch schon oft bewiesen, wie investorenfeindlich Sie hier Ihre Politik machen. Wir brauchen das bloß mal ein paar Beispielen hier aufzuziehen. Herzogingarten, die Sache oben in Weißig oder der Aspischring, wo Sie auch einen Aufstellungsbeschluss verzögert haben und so weiter und so fort. So sieht eben Ihre Politik aus. Stattdessen bedienen Sie sich selbst. Auch das wurde heute schon bei der Diskussion anderer Tagesordnungspunkte deutlich. Und hier muss man ja mal klipp und klar sagen, auch Herr Scholbach fällt auf durch unqualifizierte Zwischenrufe, wie bei Herrn Orban, wo er eben gesagt hat, der Freiraum Elbtal würde gar nicht benannt im Antrag. Das ist eben so nicht richtig. Punkt 6 Ihres Antrags steht ganz klar und deutlich drin. Hier soll sich die Oberbürgermeisterin dafür einsetzen, ihre Möglichkeiten für eine Vermittlung zwischen Freiraum Elbtal e.V. und Grundstückseigentümerin mit dem Ziel zu nutzen, die Räumung der Nutzung zu vermeiden und eine Perspektive für den Standort als öffentlich zugänglicher Kultur- und Kreativraum weiterzuentwickeln. Das steht hier drin, Herr Scholbach. Lesen Sie Ihren eigenen Antrag und rufen Sie hier nicht unqualifiziert dazwischen bei entsprechenden Reden. Und da muss man schon mal sehen, worum es geht. Auch wer vielleicht sich im Freiraum Elbtal so mit engagiert, unter anderem die Stadträtin Frau Muth von den Linken, die dort ihre Kreativwerkstatt betreibt. Und da geht es eben darum, sich hier persönlich einen Vorteil zu verschaffen und gegen in ist richtig, es steht, gucken Sie auf die Homepage, da ist die Adresse ganz genau bezeichnet, das liegt in dem Gebiet, für den Sie hier einen Antrag formuliert haben für einen Aufstellungsbeschluss. Und um jetzt mal noch auf ein paar andere Dinge einzugehen, wir haben vorhin von der Stadtverwaltung ausgeteilt bekommen, wie die Einschätzung aussieht zu dem Antrag selbst. Und da muss man schon das sehr genau lesen, aber Sie haben so viele qualifizierte Juristen in Ihren Reihen, ne? Und dann steht dort eben geschrieben, dass halt so ein Aufstellungsbeschluss eine Skizze enthalten sollte, wo auch eindeutig mal drauf eingezeichnet ist, um welches Gebiet es geht, ist bei Ihnen nicht drin. Es steht auch drin, dass man mit so einem Aufstellungsbeschluss nicht zu detailliert auf Inhalte eingehen soll, weil das eben dann Gegenstand eines Verfahrens ist. Also dort muss man auch klipp und klar sagen, das, was Sie hier aufgeschrieben haben, ist eigentlich auch eine Sache der Stadtverwaltung. Da fordere ich Sie auf, auch im Sinne der Äußerung von Herrn Zastrow, nehmen Sie es doch heute von der Tagesordnung. Sie haben selbst schon damals, also vorhin bei der Diskussion der Tagesordnung, darauf hingewiesen, dass die Stadtverwaltung ebenfalls eine entsprechende Beschlussvorlage hier im Geschäftsgang hat. Und hier muss man klipp und klar sagen, das ist ja auch Aufgabe der Stadtverwaltung, solche Vorlagen einzubringen. Mit einem Antrag kann man politische Ziele formulieren. Aber so wie Sie es uns hier vorlegen, ist es einfach mal auch nie korrekt. Und Sie haben es in Ihrem Antrag selbst bewiesen, Sie bringen es auch nicht. Denn wenn Sie es bringen würden, dann hätten wir heute hier so eine vernichtende Stellungnahme nicht vorgelegt bekommen. Es ist nun mal Geschäft der Verwaltung und dort sollte man das entsprechend auch belassen und nicht so schlampig diese Sachen hier uns vorlegen, so geht's nicht. Und diese neue rot-grüne Verhinderungsmehrheit, so muss man es einfach bezeichnen, setzt genau diese Signale. Ich bin genauso der Meinung, dass wir hier keine gute Lösung haben. Wir sind vor uns schon beim Diskussion des Hochwasserschutzpunktes, also der Ereignisanalyse, dazu gekommen, dass wir diesen Gebietsschutz, der meiner Meinung nach tatsächlich auch nur möglich ist, in Zusammenarbeit mit den Grundstückseigentümern und Investoren hier hinbekommen für das gesamte Gebiet der Leipziger Straße. So wie Sie es hier vorhaben, indem Sie die Investitionen
behindern, verhindern. So werden wir hier nicht zu einer guten Lösung kommen. Deswegen kann man auch dieses Ansinnen, so wie Sie es hier uns aufgeschrieben haben, nur ablehnen. Und ich hoffe nur, dass Sie sich irgendwann mal dazu hier durchringen, vernünftige Politik zu machen. Ansonsten graut mir noch vor den nächsten 4 Jahren. Vielen Dank. Als nächste Fraktion Die Linke, Herr Scholbach. Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, mit dem vorliegenden Antrag wollen Linke, Grüne, SPD und Piraten einer ungeordneten Bebauung, einem Wildwuchs im Gebiet zwischen Leipziger Straße und Neustädter Hafen vorbeugen. Und wir wollen deutlich machen, dass eine maßvolle Entwicklung dieses Gebietes möglich ist und unter welchen Prämissen dies geschehen kann. Und dazu, ich weiß, Sie sind immer sehr aufgeregt, wenn ich rede, aber ich verstehe das gut. Und dazu in aller Klarheit, bei für die Stadtentwicklung wesentlichen Entscheidungen wurde unter den bisherigen CDU-dominierten Mehrheiten hier im Stadtrat den Profitmaximierungsinteressen einzelner Investoren allzu oft bereitwillig nachgegeben. Und ich sage Ihnen auch, wir von Rot-Rot-Grün, wir werden das in Zukunft anders halten, nämlich mit einer Politik für die Mehrheit der Menschen in unserer Stadt und im Interesse der Allgemeinheit. Was bedeutet das nun konkret für das Gebiet zwischen Leipziger Straße und Neustädter Hafen? Das bedeutet zum Beispiel, dass den Belangen des Hochwasserschutzes ein besonderes Gewicht zukommt. Und dabei gilt ein ganz einfaches Prinzip. Jedwede Bebauung hat sich den Erfordernissen des Hochwasserschutzes anzupassen und nicht umgekehrt. Und dieses Vorgehen ist eine wesentliche Lehre aus den schlimmen Hochwasserereignissen der letzten Jahre. Nun erleben wir ja, dass nach jedem größeren Hochwasser CDU-Politiker in Sonntagsreden predigen, man müsse jetzt daraus die richtigen Lehren ziehen. Nur um jetzt 1,5 Jahre nach dem Hochwasser 2013 darauf zu bestehen, dass mitten im Überflutungsgebiet der Elbe Luxuswohnungen gebaut werden. Mit Verlaub, aber das hat schon schizophrene Züge, meine Damen und Herren. Man kann, denke ich, nicht allen Ernstes so tun, als hätte es dieses Hochwasser niemals gegeben. Wer verantwortungsbewusst handelt, der muss aus diesen Ereignissen auch Schlussfolgerungen ziehen. Und genau das tun wir mit dem vorliegenden Antrag. Wie reagiert nun die CDU gemeinsam mit FDP und AfD? Da tobt man herum, man bezichtigt uns der Enteignung, sogar das der Terminus Bodenreform wurde in den vergangenen Wochen bemüht. Und ich sage Ihnen dazu einfach Folgendes. Mit diesen Anwürfen offenbaren Sie wahlweise also entweder eine erschreckende Unkenntnis oder schlicht und einfach eine schlichte Ignoranz einer ganz wesentlichen Norm unseres Grundgesetzes, nämlich Artikel 14 Absatz 2, der da lautet, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. So sagt es unsere Verfassung. Und ein wesentlicher Ausfluss, Herr Zaster, von Artikel 14 Grundgesetz sind die Bestimmungen zur Bauleitplanung. Und deshalb ist eben auch im Baugesetzbuch salopp gesagt geregelt, dass eben nicht jeder Immobilienhai mit seinem Grundstück veranstalten kann, was ihm gerade einfällt. Ich zitiere dazu einfach mal aus § 1 Absatz 5 Satz 2 Baugesetzbuch, Zitat, die Bauleitpläne sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern. Zitat Ende, soweit das Baugesetzbuch. Die Linke kann es nie beschlossen haben. Wir waren noch nie an der Bundesregierung beteiligt und auch an keiner Koalition im Bundestag. Und ich sage Ihnen jetzt Folgendes. Ich finde es faszinierend, wie Sie immer sozusagen hier vortragen, die Investoren müssen sich auf Versprechungen verlassen können.
Wo leben wir denn? Also wir haben keine Versprechungen abgegeben. Und wenn sich die Investoren einfach so auf Versprechungen der CDU verlassen, dann ist ihnen nicht zu helfen. Wir leben in einem Rechtsstaat und da hat man ein Recht, wenn man eben dieses Recht erworben hat. Und das heißt hier ganz konkret, wenn eine Baugenehmigung vorliegt. Und wer eben keine Baugenehmigung hat, verfügt über kein Recht. Und wer mit Grundstücken spekuliert, ohne über die erforderlichen Baurechte zu verfügen, der geht ganz offensichtlich ein Risiko ein. Und wer im sensiblen elbnahen Bereich mit Grundstücken spekuliert, ohne Baurechte zu haben, der geht eben ein besonders hohes Risiko ein und der kann dabei auch auf die Nase fallen. Und hier im konkreten Fall hat sich die Spekulantin schlicht und einfach verzockt. Da helfen dann auch teure und großformatige Zeitungsanzeigen und überdrehte Drohungen in der Öffentlichkeit nichts mehr. Sie sind eben eher Ausdruck eines unseriösen Geschäftsgebarrens. Und ein solches verfängt bei uns jedenfalls nicht. Wir bleiben da heiter und gelassen und bringen heute ein vernünftiges, an sachlichen, orientierten Planungsverfahren auf den Weg. Und das schafft dann Planungssicherheit, sowohl für den potenziellen Investor als auch für die Mehrheit hier in Dresden und für die Allgemeinheit hier in Dresden. Vielen Dank. Als nächstes für Bündnis 90 Die Grünen, Herr Löser. Oh nee, Herr Licht, die möchte es. Also in der Tat, ich bin nicht Gott, ich bin der Herr Lichti. Also es tut mir leid, wenn Sie jetzt Gott erwartet haben, aber mein Name ist Lichti. Ja? Nee, das kommt nicht. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, dieses Gelächter ist auch eigentlich der Situation mir angemessen. Ich kann das nur sehr bedingt noch aushalten, wie hier von der rechten Seite des Hauses hier so hoch gepumpt wird und so weiter. Dabei handelt es sich doch um eine wirklich ganz einfache, auch für jeden Nicht-Fachmann, für jeden Nicht-Juristen, für jeden Nicht-Bau- und Stadtplaner um einen ganz einfachen Sachverhalt. Dieser Stadtrat hat im Jahre 2010 mit Stimmen aller Fraktionen, auch Ihren Stimmen, einen Masterplan für dieses Gebiet besprochen. Hat ihn auch beschlossen, einvernehmlich. Und dann rate ich Ihnen einfach mal, gucken Sie mal rein, was Sie beschlossen haben. Dort haben Sie nämlich beschlossen, dass genau dieser Teil zur Elbe hin, den wir jetzt auf die Wasserseite unserer Gebietshochwasserschutzanlage vorsehen, genau diese Fläche haben Sie damals auch dem Elbraum zugeschlagen. Sie haben einen Landschaftsplan hier jahrelang besprochen. Da ist es auch so drin. Sie haben Sportentwicklungspläne, Naherholungspläne besprochen. Dort ist es auch so niedergelegt. Jetzt tun Sie doch nicht so, nur weil Sie in der Opposition geschickt worden sind, zum Glück von den Wählerinnen und Wählern in Dresden, als ob Sie sich daran nicht mehr erinnern würden. Ja, selbstverständlich, wenigstens die mitgearbeitet haben, erinnern sich doch daran. Es hat sich nämlich nur eines geändert, in der Sache hat sich nichts geändert. Jetzt regiert die andere Seite des Hauses. Und wir machen schlicht und ergreifend das, was einvernehmlich dieses Haus seit 5 Jahren inhaltlich verfolgt. Es gibt nur einen einzigen Unterschied. Wir sind im Gegensatz zu Ihnen bereit, die Allgemeinwohlinteressen aller Dresdner Bürgerinnen und Bürger auch gegen die Interessen von Investoren durchzusetzen. Und da sage ich, darauf sind wir auch stolz und das werden wir auch weiterhin so handhaben, weil uns liegt das Allgemeinwohl am Herzen und nicht die Einzelinteressen irgendwelcher Investoren. Und die Frau Töberich, ach, Herr Böhmekorn, oh, na gut, okay, ist egal. Ach, okay, es ist wirklich, ich gehe jetzt darauf nicht ein. Deswegen fahren Sie doch ein bisschen runter. Ja? Es lohnt sich einfach nicht. Also, was wir machen, ist doch sehr, sehr einfach. Wir nehmen diese überbreite Beschlusslage seit dem Jahre 2009 auf und sagen, wir wollen verhindern, dass dort eine Bebauung stattfindet, die einen Hochwasserschutz vereitelt. Nicht mehr und nicht weniger regeln wir hier. Und das Zweite ist, dass wir regeln auf dem verbleibenden Gelände zwischen dieser Hochwasserschutzanlage und dem Puschkinplatz soll einerseits eine Bebauung stattfinden. Sie müssen unseren Antrag nur lesen, das ist was mit Augen und gucken und dann verstehen. Dann müssen Sie lesen, dann könnten Sie nämlich lesen, wir wollen hier eine Wohnbebauung haben. Und dann haben wir tatsächlich einen weiteren Teil dieses Grundstücks. Dort hat eine Entwicklung stattgefunden. Ich weiß, Sie bewerten die negativ. Sie halten das für unnötig. Sie wollen das nicht.
Wir haben einen anderen politischen Ansatz. Wir schätzen solche Entwicklungen und für uns ist das nicht negativ, sondern ist es ein Positivum. Und es ist gut, wenn die Dresdnerinnen und Dresdner merken, dass es hier politische Unterschiede gibt. So, und deswegen bitte ich Sie einfach, naja, es fällt Ihnen, ich weiß, Sie schaffen es heute nicht mehr, zur Sachlichkeit zurückzukommen und einfach das mal zu lesen. Ich möchte zum Punkt 4 sprechen. Dort werden wir nämlich interfraktionell eine Änderung beantragen. Es entspricht ja leider diesem mittlerweile von der Verwaltung der neuen Stadtratsmehrheit eingerissenen Stil, dass im Ausschuss nachgefragt wird, dass auf informellen Ebenen um Mitarbeit gebeten wird, dass dann aber diese Mitarbeit nicht gewährt wird und dann im Ausschuss geantwortet wird, nein, nein, wir haben also keinerlei inhaltliche Probleme mit Ihrem Antrag, also nein, es bestehen keine rechtlichen Bedenken, und dass uns dann zur Stadtratssitzung, oh Wunder, auf einmal ein 3- oder 4-seitiges Schreiben auf den Tisch flattert, wo dann im Grunde dann gesagt wird, ja, das sei alles rechtswidrig. Aber Sie täuschen sich, wir sind auch in der Lage, darauf zu reagieren. Viel, was Sie dort aufgeschrieben haben, ist schlicht und ergreifend, Entschuldigung, ich sage jetzt nicht das Wort Unsinn, also führt nicht weiter, sagen wir es mal so. Aber wir haben uns entschlossen, trotzdem einen Änderungsantrag zu stellen. Den möchte ich jetzt kurz vorlesen, Sie bekommen ihn dann. Punkt 4 möge wie folgt gefasst werden. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, eine Satzung über eine Veränderungssperre nach § 14 fortfolgende zur Sicherung der Ziele des Ausstellungsbeschlusses Nummer 357c vom 22. Januar 2015, also das ist der Beschluss, den wir gleich fassen, dem Stadtrat in seiner nächsten Sitzung zur Beschlussfassung vorzulegen. Zitat Ende. Dann können Sie, liebe Stadtverwaltung, das tun, worum Sie uns gebeten haben, nämlich uns eine Veränderungssperre-Satzung vorlegen, und dann werden wir das dann nächstes Mal beschließen, und dann können Sie sich auch nicht mehr rausreden, dass wir hier irgendetwas falsch gemacht hätten. Und ansonsten besteht kein Grund zu aufregen. Wir werden jetzt diesen Ausstellungsbeschluss fassen und dann wird es dort endlich eine rechtssichere Entwicklung geben. Vielen Dank. Ja, das wäre lieb. Das wär lieb. Ich will das den armen Protokollanten nie antun. Als nächstes und zum Abschluss der Fraktionsrunde für die SPD, Herr Dr. Lames. Herr Erster Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, es hat sich ja vorhin schon abgezeichnet und man muss die Dinge vielleicht wirklich wieder auf den sachlichen Gehalt zurückführen, dessen, über das wir hier reden. Wir reden darüber, dass hier ein sensibles Stück Dresdner Landschaft der Gestaltung harrt. Und wenn wir nicht selber planen, dann wird es so gestaltet, dass dort Baurechte bestehen. Die Baurechte, die sich schlicht und ergreifend an der vorhandenen Bebauung orientieren, an dem, was sich da mehr oder minder durch historischen Zufall mal ergeben hat. Das, was da jetzt rumsteht, das prägt dann die vorhandenen Baurechte. Und das ist ein bisschen wenig, § 34 BauGB. Deshalb wollen wir Baurecht schaffen. Wir wollen Baurecht schaffen, indem wir eine Bebauungsplanung auflegen. Das machen wir. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass die alte Vorlage der Stadtverwaltung dort energischer betrieben worden wäre. Denn die ist ja schon ein Jahr alt und hätte beinahe in diesem Sommer zur Beschlussfassung auch schon angestanden, bis man dann gemerkt hat, in Ortsbeirat Pieschen soll es auch noch rein. Und seither ist sie dann irgendwann im Nirgendwo verschwunden. Naja, und wenn man dann gestalten will, und die, die das Geld bekommen für die Erarbeitung der Vorlage, die machen es nicht, dann müssen wir es halt aus dem Ehrenamt heraus machen. Und das haben wir auch getan. Einen Bebauungsplan aufstellen und eine Veränderungssperre auf den Weg bringen, das sind exakt die beiden Kernelemente dieses Beschlusses, die wir in Übereinstimmung mit der Stadtverwaltung, von Helmer Oros, CDU, hier auf den Weg bringen. Deshalb kein Grund zur Aufregung.
Sicherlich bestehen Differenzen, was einzelne Planungsziele angeht, was man damit verfolgt. Aber genau das in einem vernünftigen, sachlichen, zukunftsbezogenen, landschaftsbezogenen Diskurs auch miteinander auszutragen, genau dafür ist ein geordnetes Planungsverfahren da. Und in genau das wollen wir jetzt rein. Und deshalb heißt es Aufstellungsbeschluss. Man beschließt, einen Plan aufzustellen. Das heißt, man eröffnet das Verfahren, in dem geplant werden muss und geplant werden soll. An diese Grundlagen muss immer mal wieder erinnert werden, wenn man hier den Popanz aufgebaut bekommt, was alles dort an Teufeln, an 37 Teufeln auf dieser linken Seite offenbar herumsitzen muss. Ich habe nicht den Eindruck, dass es so viele sind. Und dann erinnere ich nochmal an eine andere Grundlage, die nämlich auch nicht vergessen werden darf. Das ist der Artikel 14, und da können Sie auch in den Absatz 1 hineinschauen, dieses Grundgesetzes, dieses schönen Grundgesetzes. Dort steht nämlich, dass Inhalt und Schranken des Eigentums durch die Gesetze bestimmt werden. Und genau diese Gesetze, die führen wir hier aus. Und wir schaffen, wenn wir dort Baurecht schaffen, schaffen wir materiell geltendes Recht, nach dem man sich dann richten kann. Und die Vision, dass dort eine geordnete Entwicklung im Interesse der Stadt an einer solch sensiblen Stelle stattfindet und nicht der Zufall der vorhandenen Bebauung, das prägt, was da entstehen kann. Diese Vision, die sollten wir nicht leichtfertig aufgeben und auch schon gar nicht aus vordergründigem parteipolitischen Interesse heraus. Ich danke Ihnen. So, meine Damen und Herren, damit wäre die Fraktionsrunde beendet. Wortmeldungen waren mir bereits von Herrn Wirth signalisiert worden. Sie wären jetzt an der Reihe. Und dann Herr Thiele. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Stadträtin, liebe Stadträte, wir müssen erstmal einige Begriffe klären. Uns wird hier von der rechten Seite des Stadtrates Investorenfeindlichkeit vorgeworfen. Wer ist denn hier eigentlich der Investor? Der es baut, der die Grundstücke besitzt, ist es nicht. Es sind GmbHs mit 25.000 Euro Eigenkapital, die sich Geld aufnehmen und leihen, am weißen oder grauen Kapitalmarkt anschließend bauen, die Wohnung verkaufen und sich dann entweder mit schwarzen Zahlen in der Bilanz vom Acker machen oder mit roten Zahlen pleite gehen. Der Investor ist eigentlich derjenige, der am Schluss auf Jahrzehnte hinaus diese Wohnung benutzen muss, vermieten muss, verwerten muss und mit allen Risiken und Nebenwirkungen, die das Bauen in einem Flutgebiet mit sich bringt, im Stich gelassen wird, meine Damen und Herren. Und deswegen ist Bauen an dieser Stelle im festgelegten Überschwemmungsgebiet grundsätzlich verwerflich. Und ich bin schon erstaunt, dass hier technikethische Erwägungen überhaupt keine Rolle spielen. Das ist verwerflich und es ist auch der Bedeutung dieses Bauvorhabens überhaupt nicht angemessen. Was passiert hier? Das Bundesumweltamt hat in vielerlei Forschungsarbeiten und Publikationen beeindruckt von den Flutereignissen 1997, 2002, 2006, 2013 immer wieder festgestellt, dass es vor einem Überflutungsereignis, einem Fluss, keinerlei sicheren Schutz gibt. Die einzige Lösung, die es gibt, ist Risikominimierung und Risikobeseitigung. Und Risikominimierung und Risikobeseitigung bedeutet schlichtweg, dass man über Überschwemmungsgebieten nicht mehr baut. Der Bundesgesetzgeber ist dieser Intention gefolgt und hat im Paragraphen 78 des Wasserhaushaltsgesetzes auf Bundesebene festgelegt, dass in Überschwemmungsgebieten das Bauen grundsätzlich untersagt ist, mit einer Ausnahme Hafenanlagen oder als Ultima Ratio, wenn ganz viele Bedingungen, 9 an der Zahl insgesamt, erfüllt sind. Die erste Bedingung wäre zum Beispiel, dass eine alternative Siedlungsentwicklung nicht möglich ist. Das kann man für Dresden ausschließen. Wir haben genug Brachen, Grundstücke, Stadtränder und freie Gebiete, die man mit Bebauungsplänen überziehen kann und wo keine Flutgefahr droht. Das ist es also nicht. Was passiert hier? Der Investor kommt, nein, nicht der Investor, sondern eigentlich der Bauträger, müssen wir genauerkeit sagen, und sagt, ich möchte im Flutgebiet hier 250 Wohnungen bauen. Wenn dort mal im Schnitt pro Wohnung 2 Personen gezählt sind, sind das 500 Menschen, die wir ins Überschwemmungsgebiet setzen. Jeder, der in Dresden in den letzten 12, 13, 14 Jahren gelebt hat, weiß, was das bedeutet.
Und im Nachbargrundstück soll das ja dann so weitergehen, nochmal 250 Wohnungen, vielleicht auch 300 Wohnungen. Das sind also ungefähr so um die 1000 Personen unter Umständen, wenn ich pro Wohnung zwei Personen rechne. Diese Eigentumsanlagen werden mit Tiefgaragen versehen, wo man pro Wohnung ein Auto rechnet. Diese Tiefgaragen sollen aber wiederum dann im sogenannten Objektschutz überflutbar sein. Da wird dann wieder dem Bundesgesetz wortwörtlich Genüge getan, dass dort nämlich der Retentionsraum gewahrt wird und diese Tiefgaragen im Flutfall unwillkürlich mit Wasser, mit Elbwasser volllaufen. Das heißt, wir schaffen entgegen, und das liegt im Prinzip nicht an der Vernunft oder an der Harmlosigkeit der Sache, sondern an einer Eingebung des sächsischen Gesetzgebers, das ist also mit Vernunft und dem sächsischen Gesetzgeber ist, also das ist ein antagonistischer Widerspruch, der sich einfach in seinem sächsischen Wassergesetz über den Paragraphen 78 des Wasserhaushaltsgesetzes hinwegsetzt und sagt, abweichend davon ist in Sachsen bauen doch erlaubt. Und damit wird der anschließende Erwerber dieser Wohnung im Stich gelassen. Er wird im Stich gelassen. Er muss mit den Risiken umgehen. Er muss sehen, dass er eine Elementarschadenversicherung für seine Wohnung bekommt. Er muss den Flutschutz, den besonderen Aufwand für diesen Flutschutz, also diese überflutbare Tiefgarage, die Besonderheiten der Fluchtwege, die eingerichtet werden müssen, wasserhaltende Wände, die baulichen Anlagen, die auch nicht unterspült werden dürfen, also besondere Gründungsaufwänden, die muss der mit dem Kauf der Wohnung minutiös bezahlen, bis hin zur ganzzeitigen SZ-Zeitungsannonce. Auch das geht in die Kosten mit rein. Die Klagen, die angestrengt werden, alles gehört in die Kosten mit rein. Also wer hier sagt, er kann billig bauen, der kann nicht rechnen. Und am Ende wird Folgendes passieren, wir werden das vielleicht bauen, da werden erstmal 500 Autos in den öffentlichen Verkehrsraum gedrückt, der so schon angespannt ist, unter Umständen passiert dort irgendwas und dann passiert Folgendes, die Menschen, die dort wohnen, die werden im Katastrophenfall nicht bei der Investorin oder bei der Bauträgerin anrufen, die dann mit Warthosen kommt, die werden die städtische Feuerwehr rufen, die werden das THW rufen, die werden nach der Bundeswehr rufen, nach irgendwelchen Fluthelfern und die dann auf öffentliche Kosten dort retten. Und diesen Aufwand werden wir Dresden ersparen. Es ist nicht vernünftig, dort zu bauen und es ist vor allen Dingen dort nicht vernünftig, wild zu bauen. Und deswegen müssen wir eine geregelte Entwicklung haben und brauchen diesen Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan. Vielen Dank. Herr Thiele, bitte. Nein, zu Marina Garten, hat Herr Wirtz hier vergessen. Das weist es, glaube ich, aus. Bitte schön. Ja, also, was hier gesagt wurde, kann man natürlich so nicht stehen lassen. Sie verhindern mit diesem Beschlussantrag den Bau von Wohnungen. Bisher bei der Hafen City, da sind wir mal noch gespannt, wie das ausgeht, wenn Sie dann entsprechend den Tagesordnungspunkt mal nicht vertagen. Und jetzt für den Bereich Marina Garten. Herr Lichti hat ja vor uns auch schon von ehemals Marina Garten gesprochen. Das sind alles so kleine Indizien, wie Sie hier mit diesen Dingen umgehen. Mit Ihrer verantwortungslosen Art und Weise werden wir uns dann wiederfinden als Stadt. Ja, Herr Blümel, wenn die Eigentümerin die Stadt verklagt auf Schadensersatz, dann werden wir uns dort entsprechend wieder treffen. Und dann bin ich auch gespannt, wie Sie diese Forderungen erfüllen wollen. Die bisher vorgelegten Planungen beider Investitionsprojekte entsprechen den von uns beschlossenen Masterplan. Ich habe von noch niemandem gehört, dass die entsprechenden vorgelegten Ideen und Entwürfe dort, Herr Lichti, das ist so, da können Sie reinschauen. Und, Herr Lichti, auch beide Investoren haben mit ihren Projekten auch nachgewiesen, dass sie die Hochwasserschutzvorgaben erfüllen würden. HQ 200 plus ein Meter. Ja, wir haben sogar mehr Retentionsraum, wenn wir diese Vorhaben erfüllen würden. Und das alles verhindern sie. Am Ende werden wir hier dastehen, ohne Hochwasserschutzanlage und ohne irgendwie umgesetzte Projekte, ohne Wohnungen, was Sie in Ihrem Wahlkampf den Dresdnern vollmundig versprochen haben. All das verhindern Sie hier, indem Sie diese, das haben Sie alle miteinander versprochen,
Die Grünen vielleicht nicht ganz so, aber insbesondere die Linken haben gesagt, wir wollen uns hier für die Schaffung von Wohnraum einsetzen. Hier wird was gemacht, hier soll was gemacht werden. Sie stellen sich dagegen. Das erklären Sie bitte Ihren Wählern. Das ist Wahlbetrug. Und wenn dann hier auch der Stadtverwaltung noch vorgeworfen wird, dass man in irgendwelchen Hinterbänklergesprächen sich abgestimmt hätte, es war eine Anfrage von Stadtrat Rentsch, hier die Rechtskonformität des Schlussantrages zu prüfen aus dem Bauausschuss. Nicht anderes hat die Stadt gemacht. Es ging dann auch noch um die Frage der Befangenheit von Frau Muth. Das ist meiner Meinung nach nicht eindeutig geklärt. Wir werden auch noch sehen, wie wir dann mit dem Sachverhalt umgehen. Frau Muth hat hier die ganze Zeit während der Sachdebatte auch im Ratssaal mitgesessen. Wir werden sehen, ob sie mit abstimmt, aber aus meiner Sicht ist hier auch der Punkt der Befangenheit klar erfüllt. Sie stehen sich also gegen solche Investorenprojekte, das müssen wir hier nochmal eindeutig herausstellen und damit müssen Sie umgehen. So, wir haben wieder eine gut gefüllte Rednerliste. Als erstes Herr Schulte-Wissermann, dann Herr Löse, dann Herr Scholbach. Ja, es ist ja jetzt schon spät, deswegen versuche ich es in einfacher Sprache. Aber es ist ja vieles angesprochen worden, vieles auch schon wieder wiederholt worden. So zum Beispiel, dass man hier etwas verhindern würde oder dass man gefassten Plänen entgegensprechen würde. Es wurde gerade sogar der Masterplan zitiert. Ich weiß nicht, ich habe jetzt leider keinen Beamer, das ich an die Wand werfen kann. Im Masterplan, Herr Lichti hat es gesagt, man kann es nachgucken, da kann man sich auf den Kopf stellen, da kann man sich ärgern. Im Masterplan ist an dieser Stelle ein Drittel der Fläche Wiese. Wie gesagt, einfache Sprache, dort ist ein Drittel der Fläche Wiese. Und was wir aufschreiben, da ist auch ein Drittel der Fläche Wiese. So, es wurde jetzt auch noch angesprochen, man würde enteignen oder man würde die Pläne zunichte machen. Welche Pläne denn? Was wird man denn enteignet? Ja, ich habe etwas gekauft, das gehört mir, aber ich kann damit doch nicht machen, was ich will. Das ist doch einfach, das versteht doch jeder. Ja, ich habe ein Fahrrad, da kann ich aber auch nicht über mein Nachbarskind drüber fahren oder sowas. Ja, ich kann mit meinem Eigentum noch nicht machen, was ich will. So, und es ist doch Quatsch zu glauben, selbst wenn jemand diese Fläche jetzt gekauft hat, dass dann in den Verhandlungen nicht gesagt wurde, ach nee, wissen Sie was, das ist aber jetzt hier Flutgebiet, da kann ich Ihnen aber nicht den vollen Preis, wo ist denn Ihr Baurecht, wir haben kein Baurecht. Na ja gut, aber da kann ich Ihnen nur so und so viel Geld geben. Das wurde doch natürlich gesagt und jetzt sollen wir da ein Baurecht drauf schenken? Nein, es gibt keins, es ist niemandem was weggenommen worden, allerhöchstens sind Träume zerplatzt, bumm, das passiert aber dauernd. Was wir aber in der Tat tun, und das wurde auch schon angesprochen, ist, wir schaffen hier ein Recht, dort zu bauen. Wenn ein Drittel Wiese wird, heißt das, dass zwei Drittel der Fläche werden bebaut. Mit Wohnungen, die kann man dann auch vermarkten, und mit Kulturnutzung, das kann man auch vermarkten. Das bedeutet ja nicht, dass man das schenkt. Ja? Da kann man auch Geld mit verdienen. Ja? Das ist auch eine Kröte, die ich schlucken musste in all der ganzen Sache, weil eigentlich wollte ich da die ganze Fläche als Park haben. So, aber zwei Drittel werden jetzt dieser Fläche zur Vermarktung freigegeben. Und da kann man nicht sagen, dass wir jetzt jemandem was weggenommen hätten, sondern im Gegenteil, wir schaffen hier Sicherheit, wir schaffen hier einen Rahmen und wir schaffen dazu noch gleichzeitig, es wurde auch schon angesprochen, aber wie gesagt, ich versuche es mit einfacher Sprache, wir schaffen einen Gebietsschutz, zumindest die Voraussetzung dafür. Nicht, natürlich stimmt es. Natürlich stimmt das. Da ist eine Linie und auf der einen Seite soll Wasser sein, auf der anderen Seite sind Häuser. So, wie gesagt, ich versuche es spät, gleich halb elf in einfacher Sprache. Gebietsschutz, vorher war angedacht Objektschutz. Objektschutz ist ja schon gut, natürlich kann ich jedes Objekt flutsicher machen, ist logisch. So, aber das Wasser fließt links und rechts daneben. Und dahinter ist Pieschen. Und hinter Pieschen ist Drachenberge. So, und das ist so eine Art Wanne. Und wenn das Wasser nur hoch genug ist und über die Leipziger drüber schwappt, dann schwappt das dahin. Und das ist etwas, das wollen wir nicht. Ja? Also, wir wollen das nicht. So, und weil wir das nicht wollen, müssen wir dort einen Damm bauen. So, ich komme zum Ende. Allerdings, jetzt werde ich es nochmal ernst, weil ich finde das wirklich, da muss ich jetzt Frau Muth wirklich beispringen, ernsthaft ungerecht. Ja? Sie ist dort
gewesen. Sie ist dort in einem Verein, aber sie hat dort keine Leitungsfunktion, sie hat dort keine finanziellen Vorteile. Ja? Und wenn man mal zur Kenntnis nimmt, dass die Hälfte von da, wo jetzt der ach so böse Freiraum Elbtal e.V. ist, auch Wiese wird, also auch weg ist, kann man nun wirklich nicht davon sprechen, dass wir etwas ganz explizit für diesen Verein da gemacht hätten. Da bitte ich doch mal, die Kirche im Dorf zu lassen und das Wasser links von dem Damm und die Häuser rechts davon. Und mit 4 Minuten und 4 Sekunden höre ich jetzt auf. Danke. Herr Löser und dann Herr Scholbach. Ja, meine Damen und Herren, wir haben im Ausschuss explizit gefragt, ob die Verwaltung ein Problem mit unserem interfraktionellen Antrag hat. Und es wurde uns dort gesagt, nein, es gibt aus Sicht der Verwaltung rechtlich kein Problem. Und Herr Thiele, Sie haben recht, wir wollen Marina Garden so wie Dresdenbau das dort vorschlägt, nicht. Wir wollen es nicht. Und wer das 2013er Hochwasser ausblendet, der handelt fahrlässig. Grob fahrlässig in Ergänzung. Und es erstaunt mich schon, wie Sie so nach kurzer Zeit das, was dort geschehen ist, nämlich dass gerade auf diesem Gelände das Wasser sehr hoch stand, da gibt es verschiedene Aussagen von 1,80 bis 2 Meter, dass Sie einfach so tun, als ob das nicht der Fall ist. Das Projekt der Dresdenbau, so wie wir es aus den Zeichnungen kennen, die in den Medien zu erkennen waren, geht weit über das hinaus, was die städtischen Planungsziele sind. Es wurde schon ausgeführt. Und die Dresdenbau wird mit einem einfachen Bauantrag das Baurecht erreichen. Und die Verwaltung selber sagt, dass sie mit einer Vorlage kommt, mit einem B-Plan, um dort eine Veränderungssperre draufzulegen. Und wir haben die Pflicht als Rat, Planungsziele hier festzulegen und nicht andersrum, dass der Investor uns vorschreibt, was Planungsziele sind. Und wir müssen das in Verantwortung mit der Stadtgesellschaft natürlich diskutieren. Und da ist der Hochwasserschutz für Pieschen einfach ganz zentral. Und wir sagen auch nicht, dass es ausgeschlossen ist, dort zu bauen. Aber verantwortungsvoll muss zunächst geschaut werden, wie die Auswertung des Hochwassers gelaufen ist. Und dann können wir sagen, dass man in diesem Rahmen dort Entwicklung hinbekommt. Und genau das tun wir auch mit diesem Antrag. Herr Scholbach. Ja, meine Damen und Herren, es gibt einen Ort in dieser Stadt, wenn die CDU von diesem Ort spricht, dann kriegt sie immer ganz feuchte Augen und ein Bibber in der Stimme. Und dieser Ort, das ist der Neumarkt. Und wissen Sie, wie dieser Neumarkt entstanden ist? Indem man dort eine Bauleitplanung drüber gelegt hat. Und indem man die Grundstückseigentümer gezwungen hat, genauso zu bauen, wie sie dort gebaut haben. Die haben das nicht freiwillig gemacht. So zu bauen, wie dort gebaut worden ist, das war nämlich sehr, sehr teuer. Und die hätten lieber anders gebaut, weil sie dann natürlich ihren Gewinnmaximierungsinteressen sozusagen besser hätten nachkommen können. An diesem Ort waren ihnen diese Maximierungsinteressen nicht so wichtig. Da wollten sie sozusagen dieses barocke Disneyland wiedererstehen lassen und da haben sie das durchgezogen. Nur hier sind sie mit den Zielen, die verfolgt werden, nicht einverstanden und deswegen diffamieren sie diese Ziele. Das zum Ersten. Das Zweite ist, ich finde es immer wieder bemerkenswert, normalerweise bekommt man ja als Politiker vorgeworfen, wenn man seine Wahlversprechen nach der Wahl bricht. Dass man aber für die Erfüllung seiner Wahlversprechen kritisiert wird, das ist etwas ganz Neues. Ich will es mal ganz deutlich sagen, eines unserer zentralen Wahlversprechen war Freiraum für alle. Wir haben gesagt, wir wollen erstens einen Flutschutz in Dresden garantieren, wir wollen die richtigen Lehren aus den Hochwasserereignissen ziehen, A, und B, wir wollen, wenn auf Flächen gebaut wird, auch den Belangen der Allgemeinheit Rechnung tragen, indem wir dort eben soziokulturelle Nutzungen zum Beispiel durchsetzen und eben nicht so hoch und so breit und so viel wie möglich bauen. Zum Thema Wohnen. Wir haben im Wahlkampf eines gesagt, wir wollen in dieser Stadt etwas tun für bezahlbares Wohnen. Wir haben nicht versprochen, ins Hochwassergebiet Luxuswohnungen zu bauen. Das halten wir für grob dämlich. Entschuldigung.
Es mag ja sein, dass die CDU einen derartigen Unsinn für richtig findet, wir nicht, und deswegen werden wir einfach solche Ziele nicht verfolgen. Und jetzt noch etwas zur Befangenheit. Wissen Sie, Sie haben von der CDU dieses Spiel mit dieser Befangenheit bereits an anderer Stelle versucht, bei meinem Fraktionskollegen Kiesling. Sie haben jahrelang versucht, bei ihm Rufmord zu betreiben. Sie haben immer wieder bei bestimmten Entscheidungen behauptet, er sei befangen. Und dann sind wir vor Gericht gezogen. Und das Gericht hat der Klage des Stadtrates Kiesling Recht gegeben und gesagt, nein, er ist nicht befangen. So, und jetzt zur Kollegin Muth. Kollegin Muth ist Mitglied des Freiraums Elbtal, nicht mehr und nicht weniger. Und das Gesetz ist eindeutig, die sächsische Gemeindeordnung ist eindeutig. Sie selbst müsste einen unmittelbaren Vorteil aus der heutigen Entscheidung ziehen. Das ist ganz eindeutig nicht der Fall. Und dann hat der Gesetzgeber definiert bestimmte Voraussetzungen, unter denen sie befangen wäre, wenn andere Personen einen unmittelbaren Vorteil erhielten. Auch diese Voraussetzungen sind allesamt offensichtlich nicht erfüllt. Und trotzdem werfen Sie wiederholt meiner Fraktionskollegin Muth Befangenheit vor. Und das sage ich, das ist Rufmord. Sie wollen hier diese Entscheidung diskreditieren. Und dem muss man auch mal deutlich entgegentreten an dieser Stelle. So, ich habe jetzt noch eine Wortmeldung, Frau Dr. Kaufmann, verzichtet. Vielleicht können wir damit auch dann so mal so langsam zur Abstimmung kommen. Dann würden wir das versuchen. Wir haben zunächst einen Änderungsantrag, über den wir abstimmen müssten. Das ist der Punkt 4. Den wie folgt zu ändern. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, eine Satzung über eine Veränderungssperre nach den Paragraphen 14 fortfolgende der Baugesetzbuch zur Sicherung der Ziele des Aufstellungsbeschlusses Nummer 357c vom 22. Januar 2015 dem Stadtrat in seiner nächsten Sitzung zur Beschlussfassung vorzulegen. Wer diesem Änderungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltungen? Das wäre mit 37 gegen 31 Stimmen und einer Enthaltung angenommen. Und jetzt wird man den so geänderten Beschlusstext beschließen und zur Abstimmung stellen. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich um sein Zeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltungen. 37 Ja, 32 Nein, keine Enthaltung, damit so angenommen. So, jetzt frage ich Sie, Herr Cornelius, geschäftsordnend.